Unsere Themen am Dienstag. Positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ungebrochen. Ausbildungsstart bei der Lausitzer Wassergesellschaft. Und Cottbuser Spreemeile wird zum Sportparcours für jedermann. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Das Sport- und Show-Event in der Lausitz, die Cottbuser Nächte. Durch den Radsport-Weltverband erneut in die höchste internationale Kategorie eingestuft. Vom 4. bis 6. September. Liebe Cottbuser, wir, die Feuerwehr Klaus AG, laden Sie ganz, ganz herzlich ein zu den Cottbuser Nächten. Vom 4. bis zum 6. September findet das Radsport-Event in unserem Radsportstadion statt. Besuchen Sie uns, weil Sie werden hochklassigen Radsport erleben und auch das Drumherum. Für Oma, Opa, Mutti, Vati und die Kinder ist vorbereitet. Da gibt es einen Familientag, wo Sie sich, ich sag mal, betätigen können im Radsport und auch drumherum alles erleben können, was hängt mit diesem Sport zusammen. Ich lade Sie ein, kommen Sie uns besuchen. Alle Informationen zu diesem Event für die ganze Familie gibt es unter cottbuser-nächte.de und auf der Facebook-Seite. Kinder bis 16 Jahre haben zu allen Veranstaltungstagen freien Eintritt. Die Cottbuser Nächte präsentiert von der VR Bank Lausitz EG, meine Volksbank und Raiffeisenbank. Sommer-Atelier scheiden tut weh. Es war wohl heute der letzte richtig heiße Sommertag des Jahres. Viele Cottbusser genossen noch einmal Klärchens intensive Strahlen. Immerhin stiegen die Temperaturen in der Innenstadt für einen 1. September nochmals auf rekordverdächtige Werte. Manch einer, egal ob zwei- oder vierbeiner, wird allerdings froh sein, dass die Hitzewelle nun endlich vorbei ist. Schließlich kann man leckere Erfrischungen auch bei ganz normalen Spätsommertemperaturen genießen. Die gibt es übrigens dann ab morgen. Mehr zum Wetter wie immer am Ende unserer Sendung. Und damit guten Abend und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Dienstag. Wir starten mit den monatlichen Arbeitsmarktzahlen. Die Entwicklung zeigt sich auch in Südbrandenburg insgesamt stabil. Doch Auszubildende werden immer mehr zur Mangelware. Der Arbeitsmarkt in Südbrandenburg zeigt sich auch im August von zwei Seiten. Rund 28.600 Menschen sind arbeitssuchend gewesen. Das entspricht einer Quote von 8,9%. Mit diesem Wert ist die Zahl der Arbeitslosen zum letzten Monat hin gestiegen. Trotzdem konnte die niedrigste August-Arbeitslosenquote seit 24 Jahren erzielt werden. Wir haben über 1.500 Stellen gemeldet bekommen. Arbeitgeber suchen also jetzt schon für die kommenden Monate Arbeitskräfte. Das ist üblich am Markt, dass so eine Art Herbstbelebung einsetzt. Und das wird dazu führen, dass wir im September und Oktober niedrigere Arbeitslosigkeit haben als jetzt noch. Für den Ausbildungsmarkt zeichnet sich hingegen schon jetzt eine negative Tendenz ab. Rund 500 Lehrstellen bleiben in diesem Jahr unbesetzt. Vor allem die Zahl der Jugendlichen, die sich vor Ausbildungsstart von ihrer Lehrstätte wieder abgemeldet haben, ist höher als sonst. Damit wenigstens einige Unternehmen noch zu ihrem Nachwuchs kommen, ist eine sogenannte assistierte Ausbildung eine Alternative. Das heißt, wir begleiten das Ausbildungsverhältnis, wir unterstützen, wir coachen durch einen Träger. Das heißt, es muss nicht daran scheitern, wenn im ersten Anlauf nicht alles gut gelingt. Dazu gibt es Unterstützung, die wir auch finanzieren. Das ist das eine. Zum anderen versuchen wir natürlich auch etwas ältere Menschen, die noch keine Ausbildung haben, beispielsweise über eine betriebliche Umschulung Richtung Ausbildung zu bekommen. Außerdem steht die Vermittlung von arbeitssuchenden Jugendlichen weiterhin im Fokus. Denn auch hier ist die Zahl im Vergleich zum letzten Monat hin nach oben gegangen. Knapp 1.300 Jugendliche unter 25 Jahre waren arbeitssuchend. Die größte Herausforderung steht in den nächsten Wochen und Monaten bevor: die Integration ausländischer Mitbürger in den Arbeitsmarkt. Integration in Arbeit gelingt nur, wenn die Menschen auch ausreichend Deutschkenntnisse haben, um sich zu verständigen. Und da ist im Moment das Problem sozusagen, die müssen erstmal Deutschkurse durchlaufen und das dauert alles noch ein wenig. Wenn das dann passiert ist, sind ganz viele Arbeitgeber da, die bereits signalisiert haben, ja, wir möchten gern Flüchtlinge einstellen, wir wollen sie ausbilden, weiterbilden. Also da wird dann ganz viel passieren. Somit ein Prozess, der nicht von heute auf morgen gelingt. Aber ein wichtiger, damit wirklich jeder dieselbe Chance auf eine neue Ausbildungsstelle hat.
Mehr als 30 Cottbusser, darunter Stadtverordnete und Verwaltungsmitarbeiter, haben gestern den Auftakt der Leitbild-Konferenzen in Brandenburg an der Havel verfolgt. Innenminister Karl-Heinz Schröter und Finanzminister Christian Görke blieben dort jedoch die Antwort auf wesentliche Fragen zur Gebietsreform schuldig. So ließen die Minister offen, warum die Landesregierung eine Verschmelzung der Städte Cottbus, Brandenburg und Frankfurt-Oder mit den angrenzenden Landkreisen für zwingend notwendig hält. Ebenso unerklärt blieb, warum der in Aussicht gestellte Schuldenschnitt für die Städte nicht schon vorher durchgeführt, sondern zwingend an die Gebietsreform gekoppelt wird. Am 7. Oktober wird es dazu auch in Cottbus eine Leitbildkonferenz geben. Und nun einige Kurznachrichten rund um das Thema Freizeitgestaltung in unserer Stadt. Lagune schließt. Seit heute ist die Lagune wieder planmäßig geschlossen. 11 Tage lang werden Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten vorgenommen. Am 12. September öffnet das Sport- und Freizeitbad wieder, allerdings wird die Nutzung noch eingeschränkt sein. Grund dafür ist der 21. Cottbuser Triathlon. Ab dem 13. September geht dann alles wie gewohnt weiter. Firmen im Wettkampf. Am Donnerstag messen sich Lausitzer Firmen wieder im Laufen und Walken. Um 18 Uhr starten die Unternehmen beim 5. DAK-Firmenlauf im Spreeauenpark. Mitmachen können alle Firmenmitglieder und deren Angehörige, die mindestens 8 Jahre alt sind. Auf den 5 Kilometern werden das schnellste, das größte und das originellste Team sowie der schnellste Azubi gesucht. Anmeldungen sind immer noch möglich. Die Startgebühr beträgt 15 Euro pro Teilnehmer. Frischer Wind im Piccolo. Morgen und am Donnerstag führt das Piccolo-Theater wieder das Stück Wind auf. Jeweils um 9.30 Uhr erforschen die Darsteller im ersten Teil das Element Luft und im zweiten Teil können die Kinder selbst mitmachen. Das Stück ist für die Allerkleinsten ab 1,5 Jahren. Ein weiteres Mal wird die Aufführung am Sonntag um 15 Uhr zu sehen sein. Im September und Oktober wird es im Raumflugplanetarium Juri Gagarin insgesamt 5 Premieren geben. Darunter auch die Uraufführungen von 2 Eigenproduktionen des Hauses. Die erste heißt Sounds of the Universe, eine Show mit internationaler Popmusik. Unter Begleitung von Katie Melua, Phil Collins oder Elton John kann man den Mond bereisen, einen Marskrater erkunden oder gewaltige kosmische Katastrophen miterleben. Das Bildmaterial stammt unter anderem von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Zuschauer sollten mindestens 14 Jahre alt sein. Los geht's am 9. September, also am Mittwoch in einer Woche um 17 Uhr. Vom Himmel zurück auf die Erde oder besser gesagt auf den Boden der Tatsachen. Am heutigen 1. September begann für tausende junge Leute in Brandenburg die Berufsausbildung. Für ihn ist der 1. September ein besonderer Tag. Gerade hat er noch studiert, jetzt beginnt er eine Ausbildung. Paul Sisowski lernt den Beruf des Industriekaufmanns bei der Lausitzer Wasser GmbH und Co. KG. Heute ist sein erster Ausbildungstag. Der 21-Jährige hat sich für die Lehre und vorerst gegen das Studium entschieden, um später eine berufliche Absicherung zu haben. Weil ich denke, dass der Beruf recht zukunftsträchtig ist und wenn man sich später sehr gut weiterentwickeln kann und durch mein vorheriges Studium, was ich abbrechen musste, verwerfe ich den Gedanken, weiter zu studieren oder mich weiterzubilden, später nicht. Und die Ausbildung ist halt sehr vielfältig und man kann halt in vielen Bereichen eingesetzt werden später dann auch. Und der Betrieb ist sehr, sehr solide, finde ich. Gerade mit dem Wasser- und Abwassergeschäft ist, denke ich, auch zukunftsmäßig zu rechnen. Wie er wurden heute auch 14 andere junge Frauen und Männer in die Ausbildung gebracht. Und dabei ist Paul der einzige Industriekaufmann, seine Mit-Azubis werden Anlagenmechaniker. Reinhard Bär, Geschäftsführer der LWG, ist froh, den jungen Leuten auch in der Region diese Ausbildungsmöglichkeit bieten zu können. Wenn man den ganzen demografischen Wandel sieht, sind wir froh, dass wir diese Lehrausbildung aufrechterhalten können seit vielen Jahren. Wir sind froh, dass sie einen solchen Anklang findet bei den Partnerunternehmen. Und aufgrund der Rückläufe wissen wir auch, dass die ausgebildeten Jugendlichen alle gut in die Arbeit gekommen sind und dass die Partnerunternehmen mit den Jugendlichen zufrieden sind, die ausgebildet worden sind von uns. Am ersten Ausbildungstag wurden die Azubis in der Lehrwerkstatt der LWG begrüßt. So erhielten sie einen ersten Einblick in ihren späteren Arbeitsplatz. Eine angehende Anlagenmechanikerin aus dem zweiten Lehrjahr gab schon mal einen Ausblick auf das, was auf die Neuen zukommen wird. Anschließend erhielten alle 15 Azubis eine kleine Zuckertüte der LWG und es gab eine kurze Besichtigung der benachbarten Spreewehrmühle.
Alle 15 Auszubildenden werden sicherlich vor dem ersten richtigen Arbeitstag aufgeregt sein. Paul Sisowski wird es da nicht anders ergehen, doch trotzdem freut er sich auch schon auf die Ausbildung. Ich denke, mit den Menschen zu arbeiten, die verschiedenen Abteilungen kennenzulernen und ja, mich einfach weiterzubilden. Also Sachen, die ich noch nicht gemacht habe, die ich im Studium nicht kennengelernt habe und die ich auch vorher nicht kennengelernt habe, dass ich das halt erstmal alles auffasse, aufsauge und dann mich dadurch weiterentwickle. Mit 10 Uhr fing der erste Arbeitstag der Azubis noch recht spät an. Ab morgen werden Paul und die 14 anderen Neulinge schon um 7 Uhr an ihrem Arbeitsplatz erwartet. Ja, und sicher werden die jungen Azubis auch bald erfahren, dass der Monat August für die LWG eine große Herausforderung war. Die Wasserversorgung konnte aber über die gesamte Hitzeperiode stabil gehalten werden. Selbst am 7. August, als im Versorgungsgebiet Cottbus rund 23 Millionen Liter Wasser verbraucht wurden, das waren rund 70% mehr als die durchschnittlichen Tagesmengen. Übrigens, wer viel Wasser für den Garten verbraucht hat und einen Gartenwasserzähler hat, kann die verbrauchte Menge von der Abwasserrechnung absetzen. Vielleicht ist die kommende Rechnung ja auch letzter Anstoß, sich solch einen Zähler zuzulegen. Zum Sport oder besser zum Freizeitsport. In Kürze gibt es in Cottbus eine Gelegenheit, mehr etwas für die eigene Fitness zu tun. Phase 1 ist abgeschlossen, die ersten Geräte stehen schon. So langsam nimmt das Projekt die Spreemeile Form an. Noch sind die Geräte allerdings eingezäunt, bis zur Einweihung kann es aber nicht mehr lange dauern. Die Outdoor-Sportgeräte sind dabei so ausgelegt, dass auch mehrere Körperregionen trainiert werden können. In Phase 1 gibt es die ersten 4 von 6 Inseln. Eine Insel besteht bei uns immer aus 2 Geräten, sodass auch mehrere Sportbegeisterte gleichzeitig trainieren können. Es gibt Geräte für die Motorik, es gibt Geräte für die Kraft, für die Ausdauer, für die Koordination. Das heißt, alle Körpergruppen werden auch angesprochen, können trainiert werden. In Phase 2 sollen ca. 3 weitere Inseln folgen. So kommen auf einer ca. 1 Kilometer langen Strecke etwa 20 Sportgeräte zusammen. Der Weg zwischen den Fitnessinseln dient dabei als Ruhepause. Die Spreemeile soll jeden, der Lust auf Sport an der frischen Luft hat, ansprechen. Es ist von Anfang an für den Nicht-Sportler gedacht bis hin zum ambitionierten Freizeitsportler. Die Leistungsintensität ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Man kann Geräte auslassen, man kann aber auch an verschiedenen Geräten mit verschiedenen Übungen beginnen und sich dann selber von Mal zu Mal steigern. Es soll auch ein Ansporn sein, diesen Parcours regelmäßig und öfters zu nutzen. Wer nicht weiß, was er mit den jeweiligen Geräten anfangen soll, braucht keine Angst haben. An jeder Station wird erklärt, wie die Übungen richtig ausgeführt werden. Das hat mehrere Vorteile. Man spart sich den Fitnesstrainer und braucht auch nicht auf frische Luft verzichten. An dieser Stelle ein Veranstaltungshinweis für alle Freunde des Manitou in Forst. Gleich zu Beginn der neuen Saison wird mit Elektra eine echte Kultband präsentiert. Elektra steht seit 45 Jahren auf der Bühne und hat es geschafft, die DDR, Kulturpolitik, Wendewirren und Castingshows zu überleben. Unvergessen, ihr Hit tritt ein in den Dom. Doch die Dresdner Musiker sind dabei nicht stehen geblieben. Sie haben sich im Laufe der Jahre immer wieder neu erfunden. Nun allerdings ist bald Schluss. Noch in diesem Jahr wird das Buch Elektra für immer geschlossen. Falls Sie also die Band noch einmal live erleben wollen, Samstag, 5. September, 21.30 Uhr im Manitou in Forst. Das war LTV aktuell am Dienstag. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie möchten. Dann unter anderem mit einem Bericht über mögliche Auswirkungen sinkender Haushaltseinnahmen auf die Cottbusser Kulturszene. Bis dahin Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Wir laden Sie ein zum verkaufsoffenen Wochenende im Möbelzentrum Großräschen am 5. und 6. September mit ganz besonderen Einkaufsvorteilen. Bis zu 30% Rabatt gibt es beim Möbelneukauf und beim Küchenneukauf sogar bis zu 50% Rabatt. Auf Wunsch erhalten Sie von uns zusätzlich die 0% Finanzierung. Das Einkaufswochenende für die ganze Familie mit Hüpfburg und Kinderschminken am 5. und 6. September. Überzeugen Sie sich selbst von unserer garantierten, kostenlosen, termingerechten Lieferung, der kostenlosen Montage durch unsere Profis und der kostenlosen Entsorgung Ihrer alten Möbel. Möbelzentrum Großräschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96.
finden Sie noch schneller Ihre neue Wohnung mit der EG Wohnen-App. Holen Sie sich mit dem EG Wohnen Wohnungsfinder aktuelle Angebote direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet. Egal ob zu Hause oder unterwegs. Angebote nach eigenen Vorstellungen filtern. Brandneues erhalten Sie über Push-Nachrichten. Mit dem integrierten Terminplaner verpassen Sie keinen Besichtigungstermin. Jetzt runterladen im App Store oder bei Google Play. Aufatmen, ins Grüne, Spreewaldtherme, das Solebad in der Natur. Hallo ihr Lieben, ich bin Bastian Semm. Ich bin zurzeit hier auf Rügen, weil ich hier jeden Abend den Klaus Störtebeker bei den Störtebeker Festspielen spiele. Aber ich komme zu euch bzw. zu Ihnen nach Eisenhüttenstadt und zwar ins Gesellschaftshaus Schleicher am 10.10. um 20 Uhr. Ich freue mich sehr auf euch und hoffe euch dort zu sehen. Burns, burns, burns. The Ring of Fire. The Ring of Fire. In der kommenden Nacht gibt es örtlich zum Teil noch kräftige Gewitterschauer. Später klärt es auf und es wird deutlich kühler. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 11 und 13 Grad. Am morgigen Mittwoch ist es endgültig vorbei mit der spätsommerlichen Hitzewelle. Das heißt aber nicht, dass es unfreundlich wird. Es erwartet uns ein Sonne-Wolken-Mix mit Werten zwischen 20 und 23 Grad. Schauer sind nur sehr selten unterwegs. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West. Herr Jennecke, was ist denn das Besondere an der Hagebutte? Mit dem hohen Gehalt an Vitamin C und Mangan bei einer ausgeglichenen Ernährung kann ich optimal die Gleitfähigkeit und Flexibilität von Gelenken erhalten. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus.